Warum sind so viele intellektuelle Sozialisten? George Orwell, der Autor von 1984 und auch bekennender Sozialist, widmet sich in seinem Buch Der Weg nach Vigan-Pierre aus dem Jahr 1937 dieser Frage. Die erste Hälfte des Buches beschreibt die trostlosen Zustände, unter denen Bergarbeiter in England lebten. Orwell reiste während der Massenarbeitslosigkeit durch Industriestädte. Anschließend behauptet er, dass der technische Fortschritt Kollektivismus notwendig macht. Mit Kollektivismus meint er die Abschaffung von Profitstreben. Er behauptet sogar, weniger Kapitalismus würde mehr Innovation schaffen. Er fürchtet aber, dass sich nicht Sozialismus, sondern Faschismus durchsetzen könnte. Dieses Gerede, dass der technische Fortschritt heute zum Beispiel selbstfahrende Autos oder künstliche Intelligenz, Zentralplanerei unverzichtbar macht, rufen die Intellektuellen unserer Zeit ebenfalls. Diesmal liegen sie ganz bestimmt richtig. Obwohl der Orwell der Stipendiat einer teuren Privatschule war, erzählte davon, wie sie einmal die Aufgabe bekamen, die 10 großartigsten lebenden Männer aufzulisten. Und fast alle hatten Lenin in der Liste. Warum waren so viele vornehme Leute, die noch nie in ihrem Leben körperlich gearbeitet haben, Anhänger von Sozialismus? Er meint, sie unterstützen Sozialismus nicht, weil sie Mitleid mit den Armen haben, sondern weil sie die Reichen hassen. Diese linken Intellektuellen sehen Arbeiter bloß als Spielfiguren im Kampf gegen die noch Wohlhabenderen. Er äußert sich auch sehr abwertend gegenüber linken Aktivisten. Er meint, die Idee des Sozialismus sei zwar gut, aber deren Vertreter umfasse allerlei Spinner, wie zum Beispiel Nudisten, Vegetarier, Fruchtsafttrinker oder Sandalenträger. Außerdem würden sie nur Arbeiter ansprechen, aber nicht die verarmte Mittelschicht. Denn die englische Mittelschicht hasste zwar die Reichen, aber verachtete Arbeiter. In den 30ern tobte die Weltwirtschaftskrise und die Oberschicht befand sich im Niedergang. Viele wurden zwar vornehm gebildet, ihnen wurden Tischmanieren beigebracht und wie man Diener befehligt, aber wegen niedriger Einkommen konnten sich viele diesen hohen Lebensstandard nicht leisten. Ökonomisch gesehen, so meint der Autor, sollten sich diese verelendeten Snobs doch mit den Arbeitern zusammenschließen. Aber es gab in England starken Klassenhass. Mittel- und Oberschichtler wurden aufgezogen mit der Idee, dass Arbeiter stinken. Ihnen wurde suggeriert, sie seien bessere Menschen, denen mehr zustand. Und jetzt waren sie finanziell mit den Proletariern gleich auf. Während die Unterdrücker, solche mit einem Einkommen von 2000 Pfund und höher, die Unterschicht nur als Bedienstete kannten, hatten die verarmten Mittelschichtler sie als Nachbarn. Das Einzige, was diese Leute noch hatten, war ihre vermeintlich gute Abstammung, deshalb klammerten sie sich daran. Orwell selbst sagt, sein Einkommen sei kaum höher als das eines Bergarbeiters. Kulturell sei er aber bourgeois. Und so ging es vielen, Priestern, Lehrern oder Künstlern. Orwell meint, wenn die Sozialisten Erfolg haben wollen, müssen sie nicht nur Arbeiter, sondern auch die verarmte Mittelschicht ansprechen. Werfen sie diesen weiterhin ihre bourgeoise Erziehung vor, treiben sie sie in die Hände von Faschisten.